Moin Jungs, 80's back und willkommen zur 1313. Folge meines Minecraft Nostalgie Let's Plays. Wir sind, wie man unschwer erkennen kann, in einem Trial Chamber, denn wir sind in der 1.21. Ich bin immer noch maximal verwirrt. Wir haben bisher diesen Schlüssel und hier diese Breeze Rods. Die sind ziemlich cool. Damit kann man diesen neuen Hammer-Dings-Bums irgendwie machen. Ich habe keine Ahnung. Also wirklich nicht. Ach ja, wir haben noch ein paar Mods nicht installiert, die wir hatten. Ich fange schon mal an und hole mir hier die schönen Lampen. Justus meinte, dass hier die Spawner irgendwie nach einer Zeit sich wieder aktivieren. Bedeutet, ich will jetzt auch hier nicht allzu lang rumhängen. Ich glaube aber auch, dass wir noch ein paar Bereiche, oder ich hoffe, dass wir noch ein paar Bereiche haben, wo wir noch nicht waren, / wo wir noch hin können. Warum sind hier Kartoffeln? Keine Ahnung. Deswegen hoffe ich, dass es noch nicht alles war, weil wenn, war das echt mau. Ne? Also, warum kommen hier jetzt Kartoffeln raus? Was? Also, hier passieren Sachen, die finde ich wirklich suspekt. So. Stein kann weg. Nehmen wir das auch mal mit, weil dafür sind wir hier. Die ganzen coolen neuen Sachen. Zack. Also, natürlich sind wir auch hier, um den Loot zu kriegen. Was ist das denn für eine Potion? Potion of Swiftness. Ja, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Bin ich ganz ehrlich. Nehme ich aber mal mit. Weil, ja, ich mag die Farbe. So, ist denn hier sonst noch irgendwas? Nein, krass. Das ist wirklich krass. Man kriegt hier natürlich unfassbar viel Kupfer. Und auch die neuen Tuff-Blöcke, auch wenn die noch keine Textur haben, was mir dann auch irgendwann mal aufgefallen ist. Hier ging es weiter, genau. So, die Kupferlampen tatsächlich haben allerdings schon eine Textur. So. Deswegen nehmen wir die auf jeden Fall mal mit, genauso wie hier die Brötchen. Da noch ein bisschen XP, die nehme ich auch sehr gerne mit. Okidoki. So, also die Lampen, die sind halt wirklich insane geil. Mal gucken, man kann hier so ein kleines Jump'n'Run machen, das ist auch cool. So, ich finde auch hier die Blöcke cool, die haben auch schon eine Textur. Aber ist jetzt insgesamt natürlich noch nichts Weltbewegendes. Da vorne sind noch zwei Lampen, holen wir uns die noch eben. Ich verstehe nicht ganz, wieso hier ein Dispenser mit einem Wassereimer drin ist und warum man den auslösen kann. Also, was habe ich davon? Verstehe ich nicht. So. Keine Ahnung. Also, ich bin noch ein bisschen verwirrt. / ein bisschen sehr. Tatsächlich auch. Von diesem Update. Aber, ja. Wir gucken mal. So. Ach ja, ich habe ja keine Elytra mehr drauf. Stimmt. Okay. Machen wir erstmal weiter und gucken mal, was es hier unten noch so gibt, was auf uns wartet. Das wird ja hoffentlich noch nicht alles gewesen sein. Es gibt ja jetzt auch noch die Kupfertüren. Das ist natürlich auch sick. Die nehme ich auch mit. Ich nehme alles mit, was hier nicht nied- und nagelfest ist. Ach du Scheiße. Das ist ja riesig. Ja, kommst nicht hier hin, wa? Bist ein ziemlicher Lappen, wa? Mistviecher. Okay, ich nehme mir erstmal hier die Sachen mit, die ich auch kriegen kann. Und dann gucken wir weiter. Weil ich will hier natürlich ziemlich viel looten. Ich will aber auch nicht unnötig mir hier irgendwie Stress machen mit den Viechern. Und wir müssen ja nicht zwingend heute schon hiermit fertig werden. So wie das hier aussieht, werden wir das auch nicht. Kommt mal nochmal her. Wundervoll. Und du mich auch. Oh, bist direkt runtergefallen. Hat nur Lappen. So. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie man die Dinger deaktiviert. Justus meinte, die sind halt irgendwann einfach dann irgendwie deaktiviert. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich die deaktiviere. Ob ich da irgendwas für machen muss oder... Ja. Keine Ahnung. Ich gehe einfach mal rüber. Natürlich hier den ganzen Zeugs, das werden wir auch noch. Wir werden alles mitnehmen, weil wir das alles brauchen können und dann nicht craften müssen. Und das ist halt insane. So, ich mach mal trotzdem hier und da immer noch mal ein paar Dinger hin.
Excuse me. Könnt ihr das lassen? Bitte? Nö, können wir nicht. Moin. Okay, komme ich da rüber? Nein. Oh, das war aber blöd. Das war aber hier jetzt aber, seit wann können die Leitern hochgehen? Das ist mir neu. Hau ab. Okay, die machen mir trotzdem keinen Schaden. Also, die machen mir Schaden, aber kaum. Das ist okay. Dann, pass auf, dann machen wir es so. Bauen wir hier einfach direkt alles ab und nehmen es mit. Weil ich finde die Dinger so geil. Ich bin hier gefühlt mehr für die neuen Blöcke. Ich würde auch gerne das komplette TAF mitnehmen, ne? Ich bin euch ehrlich. Ich habe Bock und ich habe auch im Vorhinein drüber nachgedacht, ob ich wirklich so ein komplettes Trial Chamber einfach abbaue. Abbauen, einstecken und mitnehmen. Was sind die Viecher ekelhaft? Geh weg. Weil ich es so cool finde, wirklich. Hier drunter ist noch eine Tür, glaube ich. Irgendwas ist hier noch. Mann, ich habe gesagt, Spinnenauge soll weg. So. Ist natürlich jetzt, ne? Sehr antiklimaktisch, klimatisch. Aber egal. Ich nehme das alles mit. Ich habe dafür bezahlt, dann will ich es auch haben. Aber ich habe wirklich bis jetzt, ich will das eigentlich nicht sagen, weil nachher sterbe ich, aber ein bisschen eine krassere Challenge erwartet, wenn ich ehrlich bin. Also es ist ja bis jetzt wirklich noch sehr mau. Oder? Ich weiß nicht, was ich erwartet habe. Mehr halt einfach. So. Und dann machen wir hier die Ecke noch. Das können wir halt super geil alles für die Cyberpunk-Stadt gebrauchen. Und da habe ich mich im Vorhinein schon richtig drüber gefreut, dass wir so geile Sachen kriegen. Und dann würde ich sagen, machen wir hier einfach eine Reihe draus. Dann kommen wir hier später wieder zur Tür hin. Und dann ist das auch hier gut. Dann machen wir hier die Reihe wieder hin. Bis zu der Leiter. Dann kommen wir hier hoch und runter. Okidoki. Sagen wir mal schnell alles ein. Wo die scheiß Baby-Zombies kommen. Ah, ich habe mir schon gedacht. Oh, moin. Hau mal. Du Mistviech. Vor allem, ich habe halt auch noch Thorns, glaube ich, auf der Rüstung. Wodurch die natürlich noch mal ein bisschen... Ach, hau doch ab, Mann. Guck mal, ich meine, der kriegt da schon Schaden, wenn er mich nur angreift. Hau ab. Sackgesicht. So. Emeralds. Ach, scheiß auf die Emeralds. So, ich nehme die Lämpchen mit. Was ist hier drin? Pfeile, Digga. Wer braucht Pfeile? Ich nicht. Die Dinger kann man leider immer noch nicht abbauen. Das finde ich ein bisschen komisch. Weil, warum kann man Sachen nicht abbauen in Minecraft? Außer Bedrock. Eisen? Das sieht so dunkel aus irgendwie. So, was ist hier drin? Ist das Eisen? Ja. Okay, den brauche ich das nicht. Emeralds, ja. Naja. Hier irgendwas. Also der Loot, der ist nicht gut, um es mal poetisch auszudrücken, sagen wir mal. Da habe ich wirklich ein bisschen was Besseres erwartet, einfach. Anders kann man es nicht sagen, also das ist ja wirklich jetzt nichts Besonderes hier. Gehen wir mal da bei der Leiter weiter runter, ich sollte mal wieder was essen. Au. So, was geht hier unten ab? Manchmal können die Leitern gehen und manchmal nicht. Das verstehe ich nicht. Oh. Moin. Okay. Da ist ein weiterer Key. Also die Schlüssel sind scheinbar auch nicht für alle Sachen. Hau ab. Digga, wie viele von den Viechern gibt es hier denn? Hau ab. Fackeln. Gar nicht schlecht. Damit kann ich hier ein bisschen ausleuchten. Aha! Ein richtiger Gegner. Nevermind.
diesen One-Shot. Bamboo Hanging Signs, okay. Kommt schon. Ernsthaft. Machen wir so. Bum, 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 bum. Du mich auch. Ah, guck mal. Das hat sich, die Textur hat sich gerade geändert. Aha. Ich verstehe langsam. Aha. Okay. Also so kann man die da... Ach du Scheiße, wie riesig ist das? So viel zu, ich habe mir vorgenommen, so ein komplettes Ding abzubauen. Warum sind die Kisten alle leer? Digga, was? Ah, das ist so ein... Hier kann ich so ein... Aha. Okay. Hör doch auf. Hör auf, habe ich gesagt. Hau ab. Die sind halt auch echt schlecht. Ja, schön. Kann den ganzen Tag so weitergehen. Mein Gott. So. Kurz nachhelfen. Dann hier einmal drauf. Hau ab. Du Sack. Okay, also das Ding hat mir jetzt eine Honey Bottle gegeben und Emeralds. Das ist ja der Hammer. Bane of Arthropods? Wow. Bane of Arthropods, Digga. Ja. Oh, die neuen Trapdoors. Du mich auch. Komm her. Wie kann man nochmal die Sachen von dem Ding farmen? Man sieht irgendwie nicht, ob der Schaden nimmt oder nicht. So. Ja, also ich meine hier nicht die, die Breeze Rods, sondern die Wind Charges oder wie auch immer die heißen. Die Dinger, die der halt wirft. Weil die sind ja insane cool. Das da. Das meine ich. Jo. Hör auf damit. Ist der nervig. Ja, du mich... Auch. Alter. Hau ab. Ist der blöd. So. Du verlierst ja doch. Die sind insane cool. Die nehme ich direkt mit. Richtig nice. Scheiß auf den Bogen. Finde ich ziemlich cool gebaut hier alles, ne? Also wenn man Kupfer mag... Oh, guck mal, hier geht's nochmal runter. Wenn man Kupfer mag, ist das hier ziemlich nice. Ich mag Kupfer, also ist das hier ziemlich nice. So, ist vielleicht in der Kiste was drin? Was denkt ihr? Natürlich nicht. Okay, ich habe leider keine Schlüssel mehr. Das ist ein bisschen blöd. Ich habe auch keine wirkliche Ahnung, wo ich die herkriege. Oder beziehungsweise, wo ich neue herkriege. Zumal in diesen ganzen Kisten nichts spawnt. Ich weiß nicht, ob das beabsichtigt ist oder nicht. Und jetzt, einfach ein Schneeball drin. Oh. Aha. Okay. Ich wollte mich mal extra nicht davor stellen, weil ich schon mir gedacht habe, irgendwie, dass das nicht so angenehm sein könnte. Nee, nicht getroffen. Nee, nicht getroffen. Das ist schlecht. Wenn man in so ein Loch fällt, genau mit dem Gegner. Also die schicken immer eine Welle an Gegnern, diese Spawner, und dann machen die auch erstmal wieder Ruhe, oder wie, oder was. Und geben dir auch noch was. Das ist alles super verwirrend. Wirklich. Ich habe auch... Guck mal, das ist schon wieder eine Folge. Krass, das ist... Hat sich überhaupt nicht so angefühlt.
Der öffnet sich nicht. Ich bin wirklich verwirrt von diesem Update. Ich finde es aber an sich ganz cool. Also, bisschen underwhelming vielleicht. Aber an sich, eine neue Struktur ist immer gut. Vor allem, wenn man so schlecht ist wie ich. Also eine neue Struktur, immer nice. Dass die Kisten alle leer sind, finde ich, das kommt mir sehr spanisch vor. Und dass man irgendwie, also, ja. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ist hier jetzt was drin? Irgendwie nicht. Also, ja, ich würde sagen, das war es für heute erstmal. Wenn es euch gefallen hat, sehr gerne Like und Abo. Ich kann nicht reden. Sehr gerne Like und Abo da lassen. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen in der nächsten Folge wieder. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, was ihr vom neuen Update so haltet. Ob ihr da auch noch gespaltener Meinung seid oder ob ihr sagt, mega geiles Update oder übel die Scheiße. Würde mich interessieren, weil wie ihr seht, guck mal, hier ist noch ein Key. Gut, dass ihr noch dran geblieben seid. Sehr gut. Geht der hier rein? Ja. Windcharge! Oh, 10 Stück! Ohne die Axt. Gut, dass ihr noch dran geblieben seid. Ein Windcharge. Ne, die Dia-Axt ist jetzt nicht sehr krass. Der Windcharge ist natürlich nice. Den testen wir aber nicht mehr heute, damit ihr schön morgen wieder einschaltet. Und dann sehen wir uns auch, wie gesagt, morgen um 12. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Das hier ist mein Sommeranfang. Ich merke, es geht langsam voran. Ich hab gute Laune getankt. Ich hab alles in meiner Hand.